In diesem Video versuche ich, ein Bild aus einer HTML-Website in den Canvas hineinzuzeichnen. Auf die Idee dafür bin ich durch das Canvas-Tutorial bei MDN gestoßen, bei meinen Recherchen. Dort gibt es im 5. Kapitel eine Anleitung, wie du mit Bildern im Canvas arbeiten kannst. Und als Bildquelle kannst du, so wie ich es jetzt machen werde, ein Bild in einer Website nehmen oder ein geladenes Bild, so wie ich das im letzten Video erklärt habe. Oder du kannst ein Standbild aus einem Video nehmen oder du kannst einen anderen Canvas nehmen und das als Bildmaterial verwenden. Jetzt konzentriere ich mich mal darauf, hier einen Ausschnitt aus diesem Bild heraus in diesen Canvas hier im pinken Bereich zu bringen. Ich habe ein einfaches HTML-Dokument. Es gibt ein Stylesheet mit einer Regel für den Selektor Image. Breite 100%, das führt dazu, dass die Bilder auf Spaltengröße skaliert werden. Dann habe ich einen Canvas mit Breite 100 und Höhe 100. Ich mache es extra so klein, damit ich immer alles in der Übersicht habe, auch wenn ich die Konsole öffne. Das kann ich ja jetzt gleich mal tun. Aber natürlich bist du eingeladen, hier mit etwas großzügigeren Werten zu arbeiten. Dann habe ich hier das Bild natürlich und eine Datei Helper.js und darin ist die Optimize Canvas Funktion, die ich früher erwähnt habe. Dort geht es darum, die Auflösung des Canvas an die effektive Geräteauflösung, an den Bildschirm anzupassen. Dann habe ich drei Variablen. Eine enthält das Bild, eine den Canvas und dann eine die Zeichenfläche des Canvas. Und nummeriert habe ich sie, weil vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Bilder oder Canvas dazukommen könnten. Dann färbe ich den Hintergrund des Canvas ein, damit ich sehe, wo das ist. Und jetzt versuche ich aus diesem Bild heraus einen Ausschnitt zu nehmen, beziehungsweise werde ich zuerst das ganze Bild in den Canvas hineinsetzen. Das ist eigentlich nichts Schwieriges, denn es gibt dafür eine Methode, die heißt DrawImage. Und die braucht einige Argumente. Das erste ist das Bild, das ich in den Canvas zeichnen möchte. So stelle ich eine Verbindung her von der Zeichenfläche zum Ursprungsbild. Und das Ursprungsbild muss nicht hier abgebildet werden auf der Website, sondern du kannst das laden, so wie ich das auch schon beschrieben habe, und dann verwenden. Aber hier ist es gut, wenn wir eine Referenz haben und sehen, was hier genau passiert. Dann brauche ich einen Ursprung im Koordinatensystem des Canvas. Ich nehme jetzt die linke obere Ecke und dann eine Breite und eine Höhe, wohin das Bild gezeichnet wird. Du siehst, ich habe keine Fehlermeldung mehr, trotzdem passiert nichts. Und warum ist das so? Du kannst kurz darüber nachdenken. Es ist so, weil das Bild noch nicht fertig geladen wurde, zu dem Zeitpunkt, wo diese JavaScript-Zeilen interpretiert und ausgeführt werden. Es ist etwas ärgerlich, dass solche Fehlermeldungen nicht angezeigt werden. Vielleicht wird es eine Zeit geben, wo die Browser das tun, aber im Moment müssen wir das Kraft unseres eigenen Verstandes irgendwie unter Kontrolle bringen. Und ich werde jetzt einen Event-Listener an das Bild anhängen, und auf den Event Load hören und sobald das passiert ist, wird ein Callback aufgerufen, eine Funktion aufgerufen. Und das kann ich mit einem Namen tun jetzt oder einer anonymen Funktion oder einer Arrow-Funktion. Und dann setze ich dort diese DrawImage-Methode ein. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht, das passiert immer noch nicht, weil ich habe nicht das Bild verwendet, sondern den Canvas. Der Canvas
da gibt es nichts zu laden, sondern das Image muss geladen werden. Und jetzt wird dieses Bild in seinem ganzen Ausmaß in diesen Canvas hinein skaliert. Und das führt zu einer Verzerrung. Jetzt, ich kann natürlich hier versuchen, das umzurechnen. Das Ursprungsbild, das hat eine bestimmte Größe, nämlich, auch das kann ich vielleicht, ist nicht schlecht, wenn ich das mal hier hinein speichere. Es gibt eine Natural Width und vielleicht sage ich dem NW. Und das gleiche gibt es für die Höhe. Und hier, also wenn ich das hier nachschaue, NW ist, das kriege ich nicht, weil erst muss hier der Event-Listener abfeuern, aber ich kann es mir mit Console.log ausgeben. Die Breite ist 1920 und die Höhe ist 1080, das ist das Full HD Format und das ist Bild, das Verhältnis ist 16:9. Jetzt könnte ich versuchen, das umzurechnen. Ich könnte hier zum Beispiel sagen 100 geteilt durch 16 mal 9 und dann wird das korrekt skaliert. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte, sondern was ich hier eigentlich tun möchte, ist, dass ich einen Ausschnitt aus dem Ursprungsbild nehme und den in den Canvas setze. Und das kann ich mit der gleichen Funktion tun, mit DrawImage. Und zwar braucht es dann hier weitere Argumente. Und zwar sind das 4 Argumente. Und ein Teil der Argumente bedeutet dann den Ausschnitt und der andere Teil steht dann für das Zielformat oder dorthin, wo gezeichnet wird. Und das ist etwas unintuitiv, weil wir könnten jetzt denken, dass diese 4 Argumente hier zu Beginn, dass die das Gleiche bedeuten, aber das tun sie nicht, sondern die ersten 4 Argumente, die stehen für den Ausschnitt aus dem Bild. Und die letzten 4 Argumente, die stehen dann, die übernehmen die Funktion dieser 4, die wir vorhin verwendet haben, die stehen dann für die Frage, von wo aus wird in den Canvas gezeichnet und wie groß wird das. Also heißt es, eigentlich muss ich diesen Teil hier hinsetzen. Und dann steht, das erste steht für den Ort, von wo aus ich den Ausschnitt nehme. Und ich nehme jetzt mal die obere linke Ecke in meinem Ausgangsbild. Und dann, wie groß ist der Ausschnitt, den ich kopiere. Und jetzt sehen wir nur gelb. Warum ist das so? Wenn ich hier nachmesse, dann ist das sind etwa 100 x 100 Pixel. 100 x 100 CSS Pixel auf meiner Website. Aber diese Werte hier, die beziehen sich alle diese 4 Argumente, die den Bildausschnitt bedeuten, die beziehen sich auf die ursprüngliche Größe des Bildes. Also diese Werte, die ich da oben einmal gespeichert habe, die Natural Width und Natural Height des Bildes. Also wenn ich etwas sehen möchte hier, dann muss ich mir überlegen, ja, wenn das Bild 1900 Pixel breit ist, wie viel kriege ich dann, wenn ich da einen Ausschnitt nehme? Und ich rechne jetzt hier nicht speziell nach, sondern vergrößere einfach diese Werte und nehme ein Quadrat, das größer ist, 400 mal 400 Einheiten, und dann sehe ich hier oben auch etwas. Also hier musst du einfach aufpassen, dass du zum Beispiel nicht das verwechselst mit dieser Optimierung. Das hat nichts mit der Auflösung des Screens zu tun, sondern
diese Werte hier beziehen sich auf die ursprüngliche Größe des Bildes, aus dem wir den Ausschnitt nehmen, und diese Werte hier, die beziehen sich auf die Größe des Canvas, und hier sind in unserem Fall jetzt CSS-Pixel gemeint. Also wenn ich hier zum Beispiel das kleiner mache und sage 50 mal 50, dann sind das 50 mal 50 Pixel auf der Website, 50 mal 50 Einheiten in meinem Canvas. Soweit, so gut. Und jetzt kannst du einmal versuchen, nicht die linke obere Ecke des Ursprungsbildes zu nehmen, sondern die untere rechte Ecke. Probier doch das einmal aus, drücke auf Pause und dann vergleichen wir nachher. Okay, jetzt versuche ich selber auch, diese untere rechte Ecke des Bildes zu nehmen. Und dafür muss ich den Ursprung des Bildausschnittes, den ich nehmen möchte, da unten hinsetzen. NW und NH sind die volle Breite und Höhe des Bildes, dann bin ich ganz unten rechts und dann muss ich dort 400 Einheiten abziehen. Und jetzt habe ich die untere rechte Ecke. Jetzt könntest du darüber nachdenken, wie du beliebige Ausschnitte aus einem Bild herausnimmst und in ein Ziel-Canvas hineinsetzt. Vielleicht könntest du ein Bild in Ausschnitte rastern und diese neu zusammenfügen und so eine Mischung des ursprünglichen Bildes herstellen. Auch interessant wäre es, diese Ausschnitte zu bewegen. Das kannst du mit Request Animation Frame machen. Also du kannst eine Funktion, zum Beispiel kannst du sie Draw nennen oder Update oder Refresh oder irgend so etwas. Und dort sagst du Window Request Animation Frame. Und dann rufst du die gleiche Funktion wieder auf. Dann gibt es so eine rekursive Angelegenheit. Das wird dann ewig ausgeführt, solange der Browser die Seite darstellt. Und in diesem Teil, wo mein Cursor jetzt steht, dort kannst du dann irgendetwas hier in diesem Bereich bewegen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt diese Zeilen hier herausnehmen und da hineinschreiben. Und dann, sobald das Bild geladen ist, zum ersten Mal diese Draw-Funktion aufrufen. Und ab diesem Zeitpunkt wird das hier mit jedem Refresh des ganzen Fensters hier 60 Mal pro Sekunde neu gezeichnet. Und sobald du jetzt zum Beispiel diese Zielvariablen, wohin gezeichnet wird, sobald du die veränderst, sollte sich das zu bewegen beginnen. Also du kannst hier sagen, let x gleich 0 und let y gleich 0. Und dann kannst du das updaten hier. Und dann beginnt sich das zu bewegen. Bei mir wird das jetzt relativ schnell schwarz. Vielleicht wird es deutlicher so, was passiert. Aber das wollte ich jetzt auch nicht und es geht ein bisschen schnell. Machen wir das etwas langsamer. Also wenn ich das so mache, das ist nicht unbedingt deutlich, was hier das Problem ist. Also mache ich nochmal Plus. Das bereits Gezeichnete bleibt stehen. Und was ich hier eigentlich zuerst tun muss, wenn ich etwas zeichne, ist, dass ich die Leinwand putze und sage CTX1 clear rect und zuerst alles wegnehme, was bereits drin war. Und jetzt wird immer nur ein Bild gezeichnet und dahinter wird geputzt. Ich denke,
mit diesen Elementen ließe sich einiges anstellen.